Hallo Leute und willkommen zurück hier bei Scribblenauts. Beim letzten Mal, ihr erinnert euch wahrscheinlich, hatte ich da unten an diesem Turm so ein paar Probleme und jetzt, als ich das Spiel neu gestartet habe, bin ich zum Glück hier oben gestartet. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier weitermachen. Auch wenn ihr mir ganz, ganz viele Tipps für die Sache da unten geschrieben habt, mache ich doch jetzt einfach mal hier weiter, eben weil ich gerade da bin. Dieses Gefängnisessen passt nicht zu meiner strengen Zunahmediät. Oh, der schmale Nikolaus. Oh, oh, oh. Warum will ich ein Adjektiv hinzufügen? Das möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte gerne, dass er ein Burger ist. Hm, wie wär's denn? Sehr schön. So, und wenn wir gerade schon mal hier sind, werde ich auch bei ihm mein Glück versuchen. Gaunerin. Sehr schön, dass die Gaunerin so männlich aussieht. Hilf, die Lücke zwischen der Prinzessin und mir zu überbrücken. Ach, hier also. Okay. Wie wäre es mit einer... Ja, ich guck mal, ob es Brücke gibt. Sowas wie so eine Hängebrücke oder so. Ob ich das hier irgendwie... Okay, das funktioniert nicht. Dann, wie wäre es denn, wenn ich dir einfach mal Flügel gebe? Ich sag mal Engelsflügel. Jetzt kann er doch eigentlich. Ah. Sehr schön. Gut, gut. Was haben wir als nächstes? Das haben wir schon. Dann gehen wir doch mal nach unten. Ich glaube, hier hatten wir auch alles. Was war das hier nochmal? Komm näher. Ja, Gefängnisausbruch. Okay. Warum müssen wir das nochmal machen? Ich lasse es erstmal und mache den Rest, damit wir jetzt nicht so viel hier nochmal sehen, was wir schon in der letzten Folge gesehen haben. Ach ja, der blöde Ritter war auch noch da. Das ihn an zu Hause erinnert. Warum hat das denn beim letzten Mal nicht geklappt? Moment, ich muss mal eben gucken. Wir haben 2 von 3... Ach nee, das sind ja die Star Rides, die wir haben, ne? Boah, ich habe jetzt wieder... Komm mir bloß nicht zu nah. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht aufgenommen und schon bin ich hier am... Ne, wisst ihr Bescheid? Was ist denn mit ihm? Was möchtest du denn? Scharfschütze, diese Wachtürme haben keine Badezimmer? Bitte, was? Kann ich einfach sagen Badezimmer? Ansonsten... Diese Wachtürme haben keine Badezimmer. Kann ich auch nicht da reinstellen? Oh, das ist ja schade. Ah! Ah, schön! Gut, vielleicht habe ich es einfach nur falsch platziert in dem Moment. Du blöder Ritter, hau ab. Mit dir will ich hier gar nichts mehr zu tun haben, obwohl... Da fällt mir gerade ein... Doch, mit dem Ritter war ja was. Ich habe das... Genau, ich habe das mit der Rechtschaffenheit ja irgendwie total falsch verstanden. Da war doch irgendwas, böser Ritter. Ich will mit jemandem reden, der mir auf dem Weg der Rechtschaffenheit hilft. Dann versuche ich mal eine Person wie... ich weiß nicht, er hatte da einige Sachen geschrieben. Irgendwie ein Pass... Ich versuche jetzt mal Pastor, Polizist, Anwalt hattet ihr, glaube ich, geschrieben. Aber... Ah, sehr schön. Ah, cool. Gut. Gut, gut. Aber hierfür muss ich auf jeden Fall das Minispiel starten. Und ich muss das Level auch zurücksetzen. Jo, weil uns der eine Starride fehlt, der eine Splitter fehlt. So war das. Ach, nee, stimmt. Die beiden hatten wir. So ist das. Und den blauen hatten wir noch nicht. Mein Gott, ey, da spiele ich schon so lange. Hol den Starride aus dem Turm. Genau, ich glaube, da... Da war diese eine besagte Sache. So. Jetzt sehen wir das hier leider zum dritten Mal. Es tut mir sehr leid. Ach ja, das war eine Kiste. Ich weiß es schon alles gar nicht mehr, was ich da genommen habe. Das war Kiste Box. Dann wird die Folge jetzt vielleicht ein bisschen länger. Weiß ich noch nicht. Feuerlöscher. Maxwell benutzen. Da auch nochmal. Dann schnell runter. Hier war das hier. Wow!
Okay, ich war schneller als beim letzten Mal, deshalb kamen jetzt die Dinger hier runter. So stand es ja auch eigentlich in der Anweisung. Der Roboter, genau, der blöde Roboter war da noch. Dann entfernen wir mal dieses Ding und stehlen dem die Waffe. So, der Starward kann genommen werden, alles klar. Wir packen die Waffe direkt weg. Nehmen uns den Starride, der aber dann zerstört wird. Moment. Wir entfernen den blöden Hut. Wir machen... Was machen wir jetzt zuerst? Ich gebe dem Jetpack. Ich mache das so wie beim letzten Mal auch, also dass ich da drüber fliege. Habe ich jetzt Jetpack... Was? Jetpack? Ich bin bei Adjektive, ne? Kann das sein? Das ist mir schon mal irgendwann passiert. Jetpack. So, danach machen wir ihn... Immer dieses... Dass das da immer noch steht. Ey, das ist so ätzend. Winzig. Winzige. Alles klar. Wir sammeln den Schlüssel auf. Wir fliegen hier rüber. Okay, hier den Schalter betätigen. Dann kommen wir nämlich auch da durch, wenn wir jetzt gerade schon mal klein sind. Sehr schön. So, und ihr habt mir jetzt geschrieben, ich soll es doch mal mit einem Ballon versuchen. Ich mache jetzt mal Luftballon, vielleicht reicht das schon. Ansonsten natürlich Heißluftballon. Natürlich, das funktioniert einwandfrei. Sehr schön. Das Dach von diesem Gefängnis ist durch Blitzstürme gestürzt. Überquere das Dach geschützt. Hä? Wow, das ist ja cool. Ja, passt doch so, wenn ich das jetzt hier so weitermache. Ich bin so doof, ne? Ich bin so doof. Ja, ja, wenn ich hier so weitermache, dann klappt das. Oh Mann. Es darf aber auch nichts mehr passieren. So, sehr schön. Sieh zu, dass du zur Zeitmaschine kommst, aber achte auf starke Böen. Diese Spikes sind gefährlich. Oh nein. Okay, wo ist die... Ah. Wahrscheinlich da unten. Wow, geschafft. Alle Herausforderungen wurden gemeistert. Nun verwende die Zeitmaschine für eine zweite Chance und hol dir den Starride. Okay, also irgendwie... Muss ich sagen, mir gefällt das Level nicht so gut. Ganz ehrlich? Der Starride wurde noch nicht zerstört. Hol ihn dir. Alles klar. Oh, wie süß. Das finde ich jetzt wieder witzig gemacht. Okay, muss ich zugeben. Ja, 38 Starrides und sehr froh, dass ich jetzt hier raus bin. Ich muss dann, wie gesagt, das werde ich alles dann später machen. Ich mache dann so eine Ich-habe-alles-vergessen-Folge, wo ich dann die Sachen nachhole. Einfach aus dem Grund, damit wir uns nicht immer zu lange an einer Stelle aufhalten. Und jetzt geht's zu den Papierebenen. Oh, wie cool. Zwei Heißluftballons. Ein Pferd auf einem Sprungturm. Eine Dame. Bauern. Okay, sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Trauriger Jockey, mir fehlt mein Partner für das große Rennen. Oh, ich möchte jetzt endlich, dass du... Ah, nee. Ach, ich weiß schon. Klar, ich muss ihm sein Pferd nachher holen. Okay, das ist klar soweit. Ich kann keine Flugshow ohne Fluggerät durchführen. Altmodisches Flugzeug. Das ist nicht unbedingt altmodisch. Aber ist auch egal. Du kannst jetzt als Maxwells Bruder... Okay, das möchte ich aber gar nicht. Das Pferd hole ich, wenn ich da bin. Was möchtest du denn? Frechdachs. Das sieht frisch aus. Ich wünschte, es wäre bereits aufgeplatzt. Ich wünschte, es wäre bereits aufgeplatzt. Die Frage ist, müssen wir das jetzt... Aufgeplatzte? Können wir... Aufgeputzte, aufgeblasene. Können wir das jetzt so machen oder müssen wir das tatsächlich jetzt irgendwie zu Popcorn verarbeiten? Oder reicht es, wenn wir einfach Popcorn sagen? Was? Es gibt kein Popcorn. Also so schreibt man ja wohl Popcorn, ne?
Ich kann es aber mit Doppel-P versuchen, aber ich glaube nicht. Wenn ich sage... Nee, Moment. Kann ich vielleicht die Sonne, weil ich habe jetzt gerade überlegt, Feuer wird zu heiß sein. Aber Sonne funktioniert, cool. Was? Was guckt sie sich da an? Okay, ein Verbrecherfilm. Wer bist du denn? Hilf der Schülerin mit ihrer Bildung, alles klar. Dann bin ich mal gespannt. Hilf der Schülerin, ihre Leistung zu beweisen, damit sie von der Hochschule akzeptiert wird. Oh, die feine Dame. So, hilf mir, meine Leistung zu beweisen, damit ich von der Hochschule akzeptiert werde. Wer seid ihr? Ihr seid die Eltern. Das ist die Akademie und das ist der Vater. Dann mache ich doch einfach mal Zeugnis. Ich würde das gerne hier hinlegen. Oh nein, ich wollte ja noch ein Adjektiv hinzufügen. Aber okay, hat ja auch so funktioniert. Jetzt verändert sich also auch die Uni. Die ganze Kleidung der Schülerin ist schmutzig. Erschaffe etwas, um sie zu reinigen. Ja, vielleicht mal eine Waschmaschine. Waschmaschine. Hier so einfach in der Natur. Ach so, da kommt direkt so eine Wäscherei. Waschsalon. Sehr cool. Zeit, ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Erschaffe etwas, damit die Schülerin Arbeitserfahrung sammeln kann. Boah, ja, es kommt ja darauf an, wo du arbeiten willst, Alte. Also, geht das, wenn ich einfach sage Praxis? Vielleicht will sie Ärztin werden. Arztpraxis geht nicht. Arzt, Moment. Praxis. Antarktis, ja. Antarktis vielleicht auch. Nee, ich überlege gerade, gibt ja tausend Sachen, aber... Ich mache jetzt mal einfach eine Bibliothek. Ich meine, da kann sie sowohl ein Praktikum machen, als auch ihre Erfahrung durchs Lesen erweitern. Morgen sind Prüfungen. Hilft der Schülerin beim Lernen. Nun, wie wäre es denn, wenn ich dir einfach einen Lehrer gebe? Unterrichtspersonal. Der kann mit dir lernen. Dann muss ich das hier nicht machen. Außerdem finde ich Maxwells Outfit, Mix-Outfit sehr süß, natürlich. Ich finde ja grundsätzlich alles süß, was der Mix macht. Also von daher... 39 Starrights. Das Popcorn hier überall. Was ist mit der Kuh? Ich mache gute Arbeit, belohne mich. Okay, ich belohne dich mit einem Ritt und einem Flug. Hui. Nein, also, okay, ich belohne dich. Absteigen. Erstmal wieder runter. Wie wär's denn mit ein bisschen Gras, liebe Kuh? Möchtest du ein bisschen Gras fressen? Ja, möchte sie. Das freut mich natürlich. Das Huhn hat gar nicht. So, haben wir hier sonst noch was, was ich gerade übersehen habe? Nein. Wer bist du denn, meine liebe Dame? Fallschirmspringerin. Befördere mich in die Luft. Nun, kannst ja... Kannst ja, gerne auch mit einer Rakete hochfliegen. Und dann aus dem Weltall. Nein? Geht es nicht? Das geht nicht? Muss ich tatsächlich, fördere mich in die Luft. Weil ich das vorhin gesehen habe, mache ich jetzt einfach mal Heißluftballon. So. Ah, Ballonexperte. Okay. Gut. So, hier oben war, glaube ich, das Pferd. Ey, sie ist immer noch nicht. Fördere mich in die Luft. Ja, kann ich... Ich überlege gerade, ich meine, was... Ich kann es auch ganz billig machen. Da kann sie nämlich selber fliegen, ihr auch ein Jetpack geben. Das hat aber jetzt wohl geklappt, ne? Das will ich doch hoffen. Okay, gut. Das hat funktioniert. Wir nehmen dich. Lass mich einzigartig aussehen, damit ich Zuschauer anlocken kann. Ich dachte, dass das Pferd von dem Typen... Ne, Moment, ich brauche ja...
Ich brauche ja auch hier das Adjektiv, und zwar bunte. Okay, jetzt ist es runtergesprungen. Bitte was? Okay, ich habe keine Ahnung. Bunter, nasser Stute. Ich bringe die jetzt einfach mal, weil ich es nicht weiß, weil es ja das einzige Pferd ist. Das einzige Pferd mit F und Ä, was ich hier gesehen habe. Vielleicht möchte der Jockey das haben. Keine Ahnung, aber absteigen. Ja! Gut, hätten wir das auch geklärt. Sie reitet auf einem Strauß. Auch gut, die sind ja auch recht schnell. So, uns fehlt noch ein Splitter. Ein verdammter Splitter. Hier geht es nicht weiter. Ja, wo fehlt uns denn der Splitter? Bei dem hier oben. Akrobat, ich brauche etwas, um die Balance zu halten. Was können wir denn hier bitte reiten? Ach ja, okay, wir können auf dem Akrobaten reiten. Das muss jetzt nicht sein. Ich gebe ihm jetzt einfach mal eine Stange. Stange Metall. Bitte? So macht man das doch heutzutage. Und damit hätten wir auch das Level vollständig. Schön. Das ging jetzt relativ schnell. Das freut mich. Und wir gehen zum Stichpunktesumpf. Oh, ein Krokodil. Ein hungriges Krokodil. Ein Grill, eine Kröte, ein Alien, natürlich. Eine Voodoo-Puppe, ein Baum und ein fescher Typ. Ich muss ganz dringend, aber drin ist es echt eklig. Was bist du denn für einer? Möchtest du dann vielleicht hier direkt hinmachen? Okay, das gefällt ihm wohl nicht so ganz. Benutzen. Ah, wie, jetzt musste ich? Jetzt musste ich da die Spülung betätigen und so, oder wie? Ist denn noch irgendwas mit dem Haus hier? Nein, stinkender, schmutziger Plumpsklo. Was möchte der freundliche Baumwächter? Schaff diese Spechte von mir weg. Vielleicht. Ich guck mal gerade. Nee. Kann ich vielleicht Futter sagen und dann das irgendwie hier hinlegen? Kommt, ihr blöden Spechte. Kommt. Ansonsten fange ich euch. Ist mir ganz egal. Sofern das geht, Fangnetz. Ich werde euch alle einfangen. Nein, ich glaube, der Baum entfernen. Dann gebe ich das mal Mix in die Hand. Wenn der blöde Baum da nicht immer zwischenlaufen würde, Objekt auffüllen. Geht das? Okay. Geht das auch? Objekt. Ach so, nee. Och, ist jetzt vielleicht ein bisschen umständlich, aber mir ist auch gerade nichts anderes eingefallen. Und ich weiß nicht mal, ob das hier was bringt oder ob die wieder zurück... Au! Was zur Hölle? Wo ist jetzt mein Netz, Alter? Das gibt's doch nicht. Warum habe ich jetzt... Warum habe ich da so einen komischen Fehler? Warum sieht das gerade hier alles so doof aus? Rucksack? Nein, danke, nicht Rucksack. So, jetzt fangen wir noch den hier. Objekt auffüllen. Na, wenigstens ist der Baumwächter zufrieden. Dann habe ich das Ziel ja schon mal erreicht. Ich lasse meinen Müll wie immer einfach hier liegen. Voodoo-Puppe, jetzt ist aber schon wieder ein Specht da. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, Landpomeranze, sehr geil. So, Alien, gib uns, was wir wollen und wir lassen euch in Frieden. Was wollt ihr denn? Ich habe keine Ahnung, was ihr wollt. Mal gucken, was kommt da in der Sprechblase? Da kommt gar nichts. Manchmal steht da ja, was die betreffenden Leute wollen. Ich habe keine Ahnung, was ihr wollt. Wollt ihr einen Menschen oder was? Ich lasse es erstmal. Hier geht's irgendwo rein. Was hast du denn? Komm näher. Natürlich. Ich komme noch näher. Sie sind unter uns. Hilf Maxwell, Außerirdische zu finden, die sich als irdische Wesen getarnt haben. Da glaube ich manchmal auch, dass es da einige von gibt. Aber nun gut. Die Außerirdischen sind unter uns. Sie haben sich getarnt. Der erste Außerirdische hat Angst vor grellem Licht. Ach, guck mal, wir sind
so Men in Black mäßig unterwegs. Der erste Außerirdische. Sind damit jetzt die hier gemeint? Was zur Hölle? Okay, ich glaube, eins, zwei. Okay, ich glaube, damit sind tatsächlich die hier gemeint. Okay, dann mache ich doch einfach mal eine Taschenlampe. Ach, das ist jetzt natürlich klar, ein Ausschalten. Ja, super. Und ich... Ach, Mann, ey. Ist aber manchmal blöd. Ich gebe mir jetzt wieder ein Jetpack. Ich weiß, es haben auch einige gesagt, ich kann ihn fliegend machen. Wäre wahrscheinlich auch die bessere Alternative. Wenn ich das jetzt aufsammle, läuft er dann dahin? Ja, er läuft dahin. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Also Taschenlampe. Bitte sehr. So, ein- und ausschalten. Hä? Ich raff das noch nicht so ganz. Der erste Außerirdische ist als jemand verkleidet. Ach, es ist... natürlich. Okay. Ich muss jetzt auch noch überlegen, wer gemeint ist. So ist das verstanden. Der nächste Außerirdische hat Angst vor lauten Geräuschen. Ja, die Katze könnte doch passen, ne? Wen haben wir hier denn sonst noch so? Ich würde jetzt sagen... Okay. Okay, es war das Baby. Finde den außerirdischen Betrüger, der Angst vor Wasser hat. Ja, das wird dann wohl die Katze hier sein. Es wäre aber auch sehr gemein. Aber ich glaube, das geht doch gar nicht, die Katze hier ins Wasser zu setzen, oder? Okay. Gut. Der letzte Außerirdische hat Höhenangst. Ja, eher. Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist kein anderer mehr da. Schön, schön. Aber die sehen irgendwie ganz witzig aus. Starlight! Schnapp ihn dir! Gute Arbeit. Neue Level? Nein, wir wollen noch nicht zu Lilly.